Wäre unsere Welt ab morgen vegan, würden 82 Milliarden Nutztiere für uns Menschen quasi nutzlos. Doch womit würden wir sie ersetzen? Essen wir dann nur noch Gemüse? Also man braucht eine sehr hohe Ernährungskompetenz, damit man nicht irgendwie in ein Defizit, in eine Mangelerscheinung hineinläuft. Jede Person, die sich vegan ernährt, hilft uns beim Erreichen der Klimaziele. Dabei wäre weit mehr als die Nahrungsmittelindustrie betroffen. Tierversuche, Leder, Pelz, Bienenwachs, all das gäbe es nicht mehr. Selbst für Kondome werden teilweise tierische Inhaltsstoffe verwendet. Ersetzen könnte man diese durch pflanzliche oder synthetische Rohstoffe. Zweifellos eine große Herausforderung. Ich glaube, der Mensch ist schon ein Lebewesen, das in Situationen, wo er etwas verändern muss, sich verändert. Zukunftsforscher und Autor Joël Cachelin hat sich intensiv mit der Utopie einer veganen Gesellschaft auseinandergesetzt. Er sagt, von heute auf morgen auf Fleisch zu verzichten, wäre für die Menschen ein Schock. Ich glaube, sie würden sehr wütend werden und sie würden wahrscheinlich auch rebellieren. Im zweiten Schritt würde ich erwarten, dass so sehr viel Innovation geweckt wird. Innovationskraft und der Wille, alles zu verändern, wären unabdingbar, auch in der Landwirtschaft. Durch den Wegfall der Tiere würden viele Flächen frei. Doch nicht alle eignen sich für den Ackerbau. Ob es überhaupt möglich wäre, genügend Nahrung für die Weltbevölkerung zu produzieren, ist umstritten. Vielleicht würden wir darum mehr hiervon essen, Mikroalgen. Auf dem Meer angebaut, könnten sie in unserem vereinfachten Gedankenspiel als wertvoller Proteinlieferant dienen. Genauso gut könnte Vertical Farming sehr wichtig werden oder industriell hergestellte Lebensmittel, Stichwort Laborfleisch. In einer veganen Welt würden neue Branchen entstehen, zumal die Leute wahrscheinlich eben nicht bereit sind, ganz anders zu ernähren und so die alten Gewohnheiten wie eine Wurst zu essen oder ein Steak zu essen weiterhin pflegen. Und Laborfleisch ist eine Möglichkeit, so die Traditionen weiterzusetzen. Lia Bali ist Leiterin der Ernährungsmedizin am Inselspital Bern. Den Anteil pflanzlicher Nahrungsmittel zu erhöhen, hält sie für sinnvoll. Doch die ganze Menschheit schon ab morgen radikal vegan zu ernähren, was das für Folgen hätte, könne man heute nicht sagen. Es wäre ein kleiner Schritt ins Blaue, weil wir schlicht und einfach die Datengrundlage noch nicht haben, um abzuschätzen, was sie wirklich medizinische Langzeitfolgen. Was wir natürlich befürchten, sind dann wirklich, dass es zu Mangelerscheinungen kommt, weil man eben Vitamin B12-Defizit hat oder zu wenig Kalzium. Heute verfügbare Fleischersatzprodukte seien noch nicht uneingeschränkt vergleichbar mit Fleisch. Besonders wichtig wäre ein breites Allgemeinwissen über die Zusammensetzung pflanzlicher Nahrungsmittel, so die Expertin. Ob eine vegane Zukunft besser ist oder nicht, hänge davon ab, wie wir sie gestalten, sagt Zukunftsforscher Joël Cachelin. Ersetze man beispielsweise Wolle durch Plastik, sei das wenig sinnvoll. Veganismus könne jedoch für viele unserer Probleme eine Lösung sein. Ein Beispiel: wachsende Antibiotikaresistenzen bei Menschen aufgrund ihres massenhaften Einsatzes in der Nutztierhaltung. Ich glaube daran, dass die Antibiotikaresistenzen uns sehr stark werden beschäftigen. Und ja, wenn wir plötzlich in einer Welt leben, wo ich nicht mehr sicher bin, ob ich überlebe, wenn ich mir Finger schneide, können schon die Menschen aufrütteln. Und so die Erkenntnis schaffen, wir müssen gewisse Sachen wirklich radikal verändern. Auf das Klima hätte eine vegane Welt wohl positive Auswirkungen. Etwa 15% der globalen Treibhausgasemissionen stammten aus der Nutztierhaltung, sagt ETH-Klimaforscher Cyril Brunner. Um die von uns gesetzten Klimaziele zu erreichen, sei Veganismus keine Voraussetzung. Doch würden wir ab morgen auf Nutztiere verzichten, wäre es im Jahr 2050 0,15 Grad weniger warm. Was heißt das? Als Menschen haben wir uns die Limite gesetzt, wir wollen die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Also ist das etwa 10% davon. Das ist nicht wegzureden. Und das Zweite ist, als Menschen haben wir sehr viel Platzanspruch gehabt. Das haben wir global betrachtet, aber auch in der Schweiz haben wir sehr viel Wald abgeholzt. Global ist das etwa ein Drittel von der ganzen Waldfläche, die wir abgeholzt haben. Jetzt wollen wir
vegan werden würden, würden wir einen Großteil der Fläche nicht mehr brauchen. Auf Teilen davon könnten wieder Wälder wachsen. Diese würden immense Mengen an klimaschädlichem CO2 binden. Von einer nutztierfreien Welt sind wir heute jedoch weit entfernt. 2021 produzierte die Schweiz so viele Eier wie nie zuvor. Doch wie könnte sie denn nun aussehen, die Ernährung in einer klimaneutralen Zukunft? Es ist eine Welt mit weniger Fleisch, mit weniger Eier, mit weniger Milchprodukten. Eine strikt vegane Zukunft ist unwahrscheinlich. Auch in unserem Gedankenspiel würde es wohl noch Nutztiere geben. Zur Landschaftspflege und ganz einfach, weil ihre Anwesenheit uns gut tut.